Daniel und Patrick von Faster-Bikes. In diesem Video möchten wir euch die Funktionen des Eckrider-Displays etwas näher erklären. Viel Spaß damit! Am Display können folgende Werte gleichzeitig angezeigt werden. In der ersten Zeile findet ihr Infos zur Akkuspannung. Links in Volt und rechts in Prozent. Wenn Display und Smartphone per Bluetooth miteinander verbunden sind, dann wird in der Mitte das Verbindungssymbol angezeigt. Darunter befindet sich das gewählte Fahrprofil. In Zeile 3 und 4 sind die aktuelle Geschwindigkeit und die gewählte Unterstützungsstufe sichtbar. Links davon befindet sich das Lichtsymbol, welches bei eingeschalteter Beleuchtung angezeigt wird. Auf der rechten Seite findet ihr die geschätzte Reichweite in Kilometern. Im Fall eines Fehlers würde hier der Fehlercode angezeigt werden. Dieser beginnt mit dem Buchstabe E. In der vorletzten Zeile könnt ihr euch drei verschiedene aktuelle Werte anzeigen lassen, entweder Ampere, Watt oder Wattstunden pro Kilometer. Darunter befindet sich links je nach Wahl die aktuelle Uhrzeit oder Gesamtreisezeit und rechts der Kilometerstand. Das Eckrider-Display verfügt über vier integrierte Tasten: Power, Modus, Up und Down. Durch längeren Tastendruck, ca. 3 bis 4 Sekunden, erreicht ihr folgende Funktionen: Down, damit wird die Beleuchtung an- und ausgeschalten. Up, Gehen-Modus, der Motor dreht dabei ganz langsam. Mode, die Reisedaten werden angezeigt. Für die beiden folgenden Tastenkombinationen muss das Display vorher ausgeschalten werden. Mode plus Power, auf werkseitige Standardeinstellungen zurücksetzen. Und Up und Power, Modus für Firmware-Updates. Zuerst empfehlen wir euch, die beiden Apps Eckrider und NRF Connect am Smartphone zu installieren. In diesem Video wird ein Android-Smartphone verwendet. Für iOS sind diese Apps natürlich auch verfügbar. Die NRF-App wird lediglich für Firmware-Updates benötigt. Im ersten Schritt laden wir die aktuelle Firmware herunter. Öffne dazu die Eckrider-App und navigiere über Menü About zum Button Download Section. Dadurch kommst du direkt auf die Seite des Herstellers. Nun wählen wir die neueste Firmware und laden diese herunter. Im nächsten Schritt installieren wir diese Firmware am Display. Dazu setzt ihr das ausgeschaltete Display durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Up und Power in den Update-Modus. Aktiviere nun die Bluetooth-Funktion am Smartphone und starte danach die NRF Connect-App. Wische am Bildschirm nach unten, falls das Gerät Eckrider BL noch nicht angezeigt wird. Tippe auf den Button Connect und danach rechts oben auf das DFU-Symbol. Daraufhin öffnet sich das Fenster zur Auswahl des Dateityps. Wähle ZIP in Zeile 1 und navigiere danach zum Ordner, in welchem du den vorigen Download abgelegt hast. Nach Auswahl des Firmware-Files startet der Update-Vorgang automatisch. Nach erfolgreichem Update erscheint am Display diese Meldung und das Display beendet den Update-Modus. Danach empfehlen wir euch, sowohl das Display als auch die Eckrider-App neu zu starten und danach die Aktivierung vorzunehmen. Sobald du eine Verbindung mit dem Display herstellen möchtest, erscheint das Fenster zur Aktivierung des Eckriders. Tippe auf Activate Now, Shopname Faster Bikes. Bei Order ID könnt ihr entweder die Auftrags- oder Bestellnummer eingeben. Beide Werte findet ihr in der Auftragsbestätigung, welche ihr nach abgeschlossenem Bestellvorgang erhalten habt. Bei E-Mail einfach eure Mailadresse eintragen. Danach auf Activate tippen und fertig. Wenn ihr diesen Hinweis am Smartphone seht, dann ist die Aktivierung erfolgreich abgeschlossen. Dieser Aktivierungsvorgang ist für jede Display-Smartphone-Kombination erforderlich.
Wenn ihr eine ältere App-Version als V2412 benutzt, dann bekommt ihr den Aktivierungscode per E-Mail von Eggbikes übermittelt. Dieses E-Mail sieht dann so aus. Nun müsst ihr den Code kopieren und in der Eggrider-App unter I have a code einfügen. In der App befindet sich links oben das Menü und rechts das Dashboard. In diesem könnt ihr, wie am Display selbst, die Live-Daten sehen und einige Werte ändern. Über dieses Symbol kommt man wieder zur Startseite zurück. Das Menü gliedert sich in folgende Bereiche: Search, Startseite zur Verbindung mit dem Display, Rides, Anzeigen der Fahrstatistiken. Bei Display Settings, App Settings und About nehmt ihr Einstellungen am Display oder der App vor. Die Einstellungen BAFANG werden am Controller getroffen und bleiben auch bei Verwendung eines anderen Displays erhalten. Auf diese Einstellmöglichkeiten möchten wir in einem separaten Video näher eingehen. Rides. Hier findet ihr eure absolvierten Fahrten. Die drei Symbole oben rechts bedeuten von links nach rechts, Anzeigenstatistik erhalten. Dabei wird eine Zusammenfassung verschiedener Daten summiert über alle Fahrten angezeigt. Leere Fahrten löschen. Wenn dieses Symbol angetippt wird, dann erscheint eine Warnung, ob tatsächlich alle Fahrten unter 0,1 km gelöscht werden sollen. Über das Symbol rechts oben kommt man wieder zurück zum Dashboard. Wenn ihr nun auf eine Fahrt klickt, dann erscheint eine Übersicht mit verschiedenen Werten, wie zum Beispiel Fahrzeit, Gesamtzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit und so weiter. Die große Zahl in der Mitte stellt den durchschnittlichen Wirkungsgrad in Wattstunden pro Kilometer dar. Neben dem Dashboard-Symbol am rechten oberen Rand können am Symbol daneben die unteren beiden Diagramme gelöscht werden. Die soeben besprochene Statistik wird jedoch beibehalten. Das Strecken- und Zeitdiagramm findet ihr am unteren Ende. In den jeweiligen Legenden ist die Bedeutung der farbigen Linien zu erkennen. Grundsätzlich empfehlen wir euch auf allen Einstellungsseiten folgende Vorgehensweise. Zuerst auf Read tippen, danach die gewünschten Parameter ändern und zuletzt mit dem Button Write bestätigen. So könnt ihr sicher sein, dass ihr nur die geänderten Werte speichert und nicht alle anderen Werte aus Versehen überschreibt. Im ersten Punkt kann die bevorzugte Geschwindigkeitseinheit gewählt werden. Darunter stehen euch Power, Ampere oder Wattstunden pro Kilometer zur Auswahl, je nachdem, was ihr am Display sehen möchtet. Bei Protokoll empfehlen wir euch BAFANG zu wählen, falls ihr einen BAFANG-Motor verwendet. Reset Trip, manuell beim Dashboard oder beim Systemstart. Im nächsten Punkt könnt ihr die Einstellungen der Stufe 0 sperren. Erst nach erneuter Verbindung von Smartphone und Display ist die Auswahl einer anderen Unterstützungsstufe möglich. Bei Road Restrict kann durch die Auswahl Yes bestimmt werden, dass das eingestellte Profil, On- oder Offroad, nur am Smartphone geändert werden kann, nicht aber am Display. Bei der Einstellung Yes erscheint am Display das Sperrsymbol. Darunter könnt ihr mit Yes oder No wählen, ob sich das Display nach dem Einschalten immer im Road-Modus befinden soll. Power Off – automatisches Abschalten des Displays bei Inaktivität. Zur Auswahl stehen niemals, nach 5 Minuten, 2 Stunden oder 10 Stunden. Mode Labels – wie sollen die Profile benannt werden? Road Offroad oder Eco Sport? Assist Level – wie viele Unterstützungsstufen möchtet ihr am Display oder Smartphone haben? 3, 5 oder 9? Beim nächsten Punkt kann bestimmt werden, ob die Lichtfunktion beim Starten des Displays bereits eingeschaltet sein soll oder nicht. Mode Button Press Function. Zur Auswahl stehen zwei Möglichkeiten der Modustaste. Kurzer Tastendruck ändert das Fahrprofil On-Offroad und langer Tastendruck zeigt die Fahrstatistik im Display an oder eben umgekehrt.
Im nächsten Punkt, Barfang Switch Mode, habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten. Only Live Data, damit wird festgelegt, dass bei Änderung des Fahrprofils On-Off-Road nur die eingestellte Höchstgeschwindigkeit geändert wird und keine Controller-Daten. Bei Live-Data und Settings hingegen werden bei Profilwechsel neben der jeweils eingestellten Höchstgeschwindigkeit auch die Controller-Einstellungen, Barfang, Basic und so weiter geändert. Wenn bei den Controller-Einstellungen rechts oben der Button zum Profilwechsel nicht geändert werden kann, dann habt ihr hier Only Live Data eingestellt und müsst das gegebenenfalls ändern. Bei den folgenden beiden Punkten kann die Höchstgeschwindigkeit für die Profile Road und Offroad definiert werden. Darunter befinden sich bei Wheel Size einige vordefinierte Laufradtypen, welche nach entsprechender Auswahl auch die Einstellung darunter befüllen. Wir empfehlen euch hier, den genauen Radumfang in Millimeter einzutragen. Unter Battery Settings können drei Akkuprofile erstellt werden. Das macht allerdings nur dann Sinn, wenn du mehr als einen Akku mit diesem Display verwendest. Im ersten Punkt wird das Profil des aktuell angeschlossenen Akkus gewählt. Wähle unter Battery Voltage deine entsprechende Akkuspannung, zum Beispiel 52 Volt für 14S Akkus, 48 Volt für 13S Akkus und so weiter. Voltage 0% liegt bei ca. 43 Volt, 100% entsprechen 58,8 Volt bei Verwendung eines 14S Akkus. Die Amperestunden könnt ihr einfach berechnen. Amperestunden des Zelltyps, in unserem Fall Samsung 35E, also 3,4 Amperestunden, multipliziert mit Anzahl der parallel geschalteten Zellen. Wir verwenden einen 14S 5B Akku, also 3,4 Amperestunden mal 5B, ergibt 17 Amperestunden. Unter Advanced kann die Spannungseinstellung des Akkus am Display noch weiter verfeinert werden. Wird bei vollgeladenem Akku nicht 100% angezeigt oder habt ihr das Gefühl, dass die am Display angezeigten Werte nicht korrekt sind, dann besteht hier die Möglichkeit, die Akkuspannung zu kalibrieren. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Battery Voltage. Wähle bei vollgeladenem Akku die entsprechende Akkuspannung aus. Für 14S Akkus 52 Volt wählen. Und tippe auf Calibrate. Genauer wird's, wenn du den mit dem Multimeter abgelesenen Wert des vollgeladenen Akkus unter Full Voltage einträgst und danach auf Calibrate tippst. Unter Reset Battery Stats kannst du die Einstellungen der jeweiligen Akkuprofile zurücksetzen. Beim nächsten Punkt, Battery Charging, ist es möglich, am Smartphone einen Alarm einzustellen, welcher dich informieren soll, wenn der Akku beim Ladevorgang einen bestimmten Spannungswert erreicht hat. Dazu einfach die Monitor Charging While Locked Funktion aktivieren und darunter den gewünschten Spannungsalarmwert eintragen. Einstellungen unter Current Calibration sind nur erforderlich, wenn du dir sicher bist, dass dein Controller nicht den korrekten Amperewert liefert. Dazu solltest du wissen, was der Controller anzeigt und welcher Wert korrekt wäre. Dann hast du hier die Möglichkeit, einen Multiplikator zu bestimmen, sodass es stimmt. Beispiel, wenn das Eggrider Display 10 Ampere anzeigt, du dir aber sicher bist, dass der Wert 20 Ampere sein sollte, dann ist hier der Wert 2 einzutragen. Unter App Settings können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden. Bei Punkt 1, Startup Connection, könnt ihr auswählen, ob sich Smartphone und Display beim Starten der App automatisch verbinden sollen oder nicht. Darunter kann bestimmt werden, ob sich diese beiden Geräte bei Verbindungsverlust im Hintergrund automatisch wieder verbinden sollen. Wenn ja, wie lange soll das Herstellen der Verbindung versucht werden? 30 Sekunden, 1 Minute und so weiter. Collect GPS-Daten. GPS-Daten ein oder aus. Unter Show Graph Lines könnt ihr wählen, welche Daten als Grafiklinien angezeigt werden sollen. Diese findet ihr unter Rides, Distance Graph und Time Graph. Dabei werden die ausgewählten Punkte auch in der Legende angezeigt. Beim letzten Punkt lässt sich der Schwellenwert für die Höhengenauigkeit eintragen. Unter About befinden sich Infos zur aktuellen Version der App und Display Firmware. Über den Button Documentation Wiki kommt ihr zur Bedienungsanleitung des Herstellers.
Hier findest du alle notwendigen Infos und kannst dich zu bestimmten Punkten dieses Videos näher informieren. Besonders unter EggRider User Manual findest du manche Einstellungen genauer aufbereitet als bei Bitbucket. Zurück zur App. Unter Downloads Section kommt ihr direkt zu den aktuellen Firmware-Downloads und mit Klick auf Issues Section zu verschiedenen Problemlösungen. Wie zuvor erwähnt, können in den weiteren Menüpunkten Einstellungen am Controller vorgenommen werden. Mit diesem Display können diese Parameter bequem per Smartphone geändert und am Controller gespeichert werden. Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass für beide Profile, zum Beispiel On-Offroad, unterschiedliche Parametereinstellungen getroffen werden können. Ich hoffe, wir konnten euch hiermit eine Übersicht der verschiedenen Einstellmöglichkeiten am EggRider Display geben. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir wünschen euch viel Spaß damit.